herzlich willkommen bei Erfahrung Hund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wundert euch nicht, hier herrscht gerade Massenandrang. Das ist meistens so, wenn man irgendetwas macht, wo man eigentlich ein bisschen Ruhe haben möchte, dann sind die beiden mittendrin statt nur dabei. Hier bei meiner Seite ist Mats. Mats ist unsere französische Bulldogge. Er hat beschlossen, er möchte unbedingt mit aufs Bild. Aber später zum Zeigen, wie die Übung funktioniert, werde ich nochmal den Charlie da haben. Den Charlie habt ihr ja schon gesehen für die Sitzübung. Und mit ihm werde ich heute zeigen, wie wir die Platzübung erarbeiten. Ich werde euch zwei Möglichkeiten zeigen. Die eine ist die, die ich immer wähle für meine Hunde. Ich bevorzuge diese Möglichkeit. Aber ich habe gesehen, dass es Leute gibt, die so ein bisschen Probleme im Handling haben damit. Und darum zeige ich euch eine zweite, auch sehr einfache und tolle Variante, wie ihr eurem Hund das Platz beibringen könnt. Bevor wir gleich starten, denkt bitte daran, ihr braucht Futter. Ähnlich wie schon besprochen bei der Sitzübung, denkt bitte daran, dass ihr gutes Futter da habt, gut im Sinne von, der Hund mag es sehr gerne, die richtige Größe, damit ihr keine Probleme beim Handling habt. Ich würde sagen, ich tausche einmal die Hunde und hole den Charlie und dann zeige ich euch, wie ich die Platzübung erarbeite. Und Julie ist auch da, falls ihr sie sehen könnt, unsere Katze. Also, bis gleich. Mats, sag ciao. Mats, sag ciao. Bis gleich. Da werden wir. Charlie ist da. Charlie möchte was tun. Das zeigt er ganz deutlich. Er hat natürlich das Futter gerochen. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, was wir jetzt wieder tun, ist uns als erstes unseren Magneten bauen. Das kennt ihr schon aus der Sitzübung. Damit können wir den Hund in jede gewünschte Position bringen. Und das nutzen wir natürlich jetzt. Beine. Das nutzen wir natürlich jetzt, komm Charlie, jetzt auch für die Platzübung. So, bei der Platzübung ist es so, dass wir den Hund das Futter treiben lassen. Seht ihr? Er läuft hinter dem Futter her, er möchte das haben. Und wenn wir Platz machen wollen, bleiben wir stehen. Brav, fein. Komm, nochmal. Und unsere Hand bewegt sich rückwärts. Also nicht über den Hund, nicht über den Kopf, wie bei der Sitzübung, sondern einfach rückwärts. Wir lassen den Hund das Futter vorwärts treiben. Ja. Er ist in der Vorwärtsbewegung und dann gehen wir einfach mit der Hand rückwärts. Achten darauf, dass der Magnet hält. Komm, komm schnell. Gut, beinahe, klasse, so ist er gut, beinahe. Zwischendurch bestätigen wir das Treiben des Futters, da bekommt er das, denn das ist ja die Grundlage für unseren Magneten, für die Arbeit, die wir tun. Charlie, komm, da ist nichts, da ist nichts. So, noch einmal, die Hand hält an und geht einfach rückwärts und schon liegt er in der gewünschten Position und wir bestätigen direkt, geben ihm das Futter. Komm. Klasse! Beine. Auch hier für die, die mit einem Klicker arbeiten, überhaupt kein Problem. Dann baut sich das Ganze so auf. Der Hund ist in der gewünschten Position. Wir klickern. Jetzt kommt das Futter und das Lob. Also wieder der dreifache Verstärker. Komm. So, ich mache es noch einmal und dann sollten wir schon aufhören. Platz,
Klasse. Man soll immer aufhören, Charlie. Wenn es am meisten Spaß macht, soll dem Hund nicht langweilig werden. Er soll Spaß und Freude daran behalten. Und dann funktioniert es beim nächsten Mal umso besser. So, bevor wir aber nun Schluss machen, zeige ich noch die zweite Variante, wie ihr eurem Hund das Platz beibringen könnt. Falls euch das Handling bei der ersten Variante zu schwierig ist, zeige ich euch diese Variante. Die ist auch wunderbar, wunderbar einfach. Alles, was ihr dafür tun müsst, ihr hockt euch hin, so wie ich das jetzt gerade mache. Ihr lockt euren Hund mit Futter. Das kennt ihr schon. Charlie kann. Und was ihr tun müsst, ihr winkelt eins eurer Knie an, so wie ich es hier gerade mache. Und dann lockt ihr den Hund unter euer Knie hindurch. Ihr werdet flacher mit dem Knie und der Hund muss sich hinlegen und da bekommt er seine Bestätigung. Charlie? Charlie? Komm her. Charlie, komm. Nein, da liegt nichts. Komm her. So, ich zeige es nochmal. Wir locken den Hund unter dem Knie durch. Feiner, klasse. Und das war's schon. Eine ganz einfache, simple Übung. Ich denke, die kann jeder nachmachen. So, wir beide machen jetzt Schluss. Das nächste Video, das ihr sehen werdet, wird euch zeigen, wie ihr die Steh- oder Stoppübungen erarbeiten könnt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Habt ihr Fragen? Schreibt gerne, ich antworte. Alles klar, bis dahin, ciao.